Ich zeige euch mal an diesem Talerbaum total viele Pflegefehler. Und wenn ihr mich fragt, ob der noch zu retten ist, ich sage klassisch ja. Und dazu guckt ihr euch erstmal euer Bäumchen an, wie die Blätter sind, wie die Erde ist, ob Tiere dran sind, pp. Und dann solltet ihr mit den Vorkehrungsmaßnahmen beginnen. Also wenn ihr das hier bei dem Bäumchen seht, die Blätter sind alle vertrocknet, die fallen zu Boden, ich zeige es euch mal. Die Pflanze ist vergeilt und eigentlich sieht der wirklich unschön aus. Aber da gibt es noch ein paar Wurzeln an solchen Ablegern. Aber dazu später. Als allererstes lest erstmal das ganze vertrocknete Laub aus eurem Bäumchen raus. Könnt ihr kräftig schütteln, dann rieseln die ganzen Blätter zu Boden. Und wenn ihr das nicht entfernt, das ist Nährboden für Ungeziefer. Das ist schon mal das erste Kriterium, die Pflanze stand viel zu trocken. Der zweite Punkt ist, ihr schaut euch den Topf und die Erde an. Hier ist ungefähr über einen Zentimeter Platz von der Erde bis zum Topfrand. Und das ist auch wieder ein Zeichen, der stand viel zu vertrocknet. Ich kann den ja richtig rausnehmen und wenn man sich die Wurzeln anschaut, da ist nicht mehr feucht, nicht mehr nass. Also nehme ich mir einen Eimer und tauche den ganzen Topf oder die ganze Pflanze in die Erde und da kommen tausende von Blubberblasen hoch und die Pflanze, die könnt ihr jetzt wirklich für mehrere Stunden in dem Wasser stehen lassen, bis sich keine Blubberblasen mehr zeigen und dann hat sich erstmal der Wurzelballen vollgesaugt. Ihr seht auch hier, es verschwindet sogar Erde, weil überhaupt nicht mehr aneinander haftet. Und wenn ihr euer Talerbäumchen nach einigen Stunden wieder aus dem Wasser nehmt, dann seht ihr schon mal, dass die Erde dunkel ist. Wenn ihr mit dem Tauchen fertig seid, setzt die Schere an und ihr müsst wirklich das ganze Vergeilte abschneiden, damit er kompakt wird oder ihr brecht es euch ab. Und da will ich euch gleich was dazu sagen. Diese Stecklinge, die sind eigentlich noch mit Wurzeln besät. Und das sind kleine Pflanzen, die man sich jetzt neu ziehen kann. Wenn man sagt, okay, ich schmeiße die große Pflanze weg, will ich eh nicht mehr haben, dann nimmt man die kleinen und steckt die einfach in die Erde. Und wenn man sich das mal hier auf dem Foto anguckt, beim Schneiden, da rieselt der Staub von der Pflanze. Also wurde die auch nie abgesprüht, gar nicht. Und wenn das so staubbehaftet ist, dann ist das natürlich der Nährboden auch für Ungeziefer. Bei der Erde solltet ihr darauf achten, dass die wasserdurchlässig ist und ähnlich wie Kakteenerde. Ich zeige es euch mal hier. Ich habe mir natürlich auch von der Pflanze Ablege abgeschnitten und die stehen jetzt ungefähr 4 Wochen in der Erde. Die Blätter, wenn man die sich anschaut, die sind nicht mehr schrumpelig, also die haben sich erholt. Die sind noch klein, filigran, aber die Pflanze, die wird wachsen. Und ich habe auch noch einen zweiten Steckling gemacht, das ist der hier. Der hat auch keine Schrumpelblätter mehr und der sieht auch schon schöner aus. Und wenn ihr alle diese Kriterien befolgt und eurem Baum nochmal richtig intensiv Pflege gebt, dann kann natürlich auch was Wunderschönes entstehen und zwar ein richtiger, schöner, gefüllter, buschiger, kompakter Strauch. Hier sehen wir mal ein Ableger von einem nicht so vertrockneten Strauch. Der sieht schon schön aus und wenn man sich das hier anschaut, so kompakt sind diese Ableger und ich mache mal hier einen aus der Erde raus. Da könnt ihr, wo gucke ich denn mal hier, da könnt ihr auch mal die Wurzeln sehen. Ja, den mache ich raus. So, wie schön der durchwurzelt ist. Also richtig schöne Wurzeln. Und den könnt ihr jetzt einzeln einsetzen und den könnt ihr euch großziehen. Also wenn man sich hier beide nochmal anschaut, was auf der linken Seite passiert, wenn man komplett alle Pflegefehler machen kann, die man machen kann. Und auf der rechten Seite, also der hier, der ist richtig kompakt, schön gewachsen. Der steht bei mir kalt, bei 5 Grad ungefähr. Und der bekommt auch im Winter bei mir nur einen Schluck Wasser.
weil die Blätter das Wasser speichern, weil der zu den Sukkulenten gehört, und sich systematisch das Wasser rauszieht aus den Blättern. Und wenn die Blätter anfangen mit Schrumpeln, spätestens dann muss man mal die Pflanze durchgießen. Aber man muss sich merken, wenn die Pflanze kalt überwintert, muss man die so gut wie gar nicht gießen. Im Sommer sieht das natürlich alles wieder ganz anders aus. Da steht die bei mir draußen in der Sonne, die kriegt Wasser, die kriegt Wärme, die kriegt Luft. Was man beachten muss, ist natürlich, damit die Blätter nicht verbrennen, zuerst in den Schatten stellen. Ich sage nur, habt Mut, wenn euer toller Bäumchen vergeilt ist, also sprich lange Austriebe gekriegt hat, schneidet den Wärts zurück. Das tut der Pflanze nicht, die wird umso schöner im Sommer und ihr habt echt Freude dran.